Wir sprechen ja auf meinem Kanal schon ziemlich oft über Hacking-Angriffe und viel auch über erfolgreiche Angriffe. Aber was geht dann eigentlich bei den Unternehmen ab? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Fire! Oh, fire! Oh my goodness! What's the procedure? What do we do, people? The phones are dead! Oh, how did that happen? Wohl eher? Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Everybody calm down! Ja, Hackerangriffe sind heutzutage für Unternehmen normal, vermutlich sogar normaler als ein Feueralarm und man muss mit ihnen umgehen können. Was würde also passieren, wenn ich tatsächlich Opfer eines Hackingangriffs werden würde? Sowohl privat als auch beruflich gäbe es da einiges zu beachten. Denn das Ziel ist natürlich, sich davon nicht unterkriegen zu lassen, sondern möglichst schnell wieder up and running zu sein, wie man so schön sagt. Also wieder quasi im alten, lauffähigen Zustand. Ganz unbeschadet wird man wohl nicht ganz davon kommen, aber vermeiden lässt es sich sowieso nicht und ignorieren wäre noch viel schlimmer. Ihr seht, heute geht es also um Incident Response, also was tut man, wenn ein Angriff wirklich schon stattgefunden hat. Mit einem Kaffee und noch nassen Haaren vom Duschen gehe ich an meinen Rechner, starte ihn und möchte die wichtigsten Nachrichten der Nacht beantworten. Als der Rechner hochgefahren ist, sehe ich, dass mich nicht mein üblicher Bildschirm erwartet, sondern eine Lösegeldforderung. Meine Daten sind alle verschlüsselt worden und zudem sind alle User-Daten, die ich habe, ebenfalls gestohlen und in den Händen der Hacker. Erste Panikattacken setzen ein. So etwas ist existenzbedrohend, besonders für Unternehmen, denn Kosten für Hackerangriffe sind hier teils so hoch, dass sie Unternehmen komplett ruinieren. Und zwar wirklich komplett. Aber auch für mich als Einzelperson ist solch ein Angriff extrem bedrohlich. Hatte ich vielleicht persönliche Informationen, sensible Daten oder Fotos von meinem Ausweis unverschlüsselt auf meinem Rechner? Sind meine aufgenommenen Videos weg? Wichtige Dokumente, Verträge und Unterlagen? Welche User-Daten sind betroffen? Was wurde alles gestohlen und verschlüsselt? Ich überlege, welche E-Mail das wohl war oder wurde vielleicht einer meiner Kooperationspartner gehackt und ich habe einfach nur einen Anhang geöffnet, der von einer vertrauenswürdigen Person kommt. Und heute Mittag soll außerdem das neue IT-Trends-Video rauskommen. Außerdem wartet mein Partner noch auf sein Skript und Dr. Watson wollte ich auch noch das Video schicken. Verdammt. Doch halt, es geht hier nicht darum, einen Schuldigen zu suchen oder in Panik zu geraten. Die Situation ist, wie sie ist und ich muss einen kühlen Kopf bewahren. Ja, das Ganze wird extrem teuer, aber das kann ich jetzt nicht mehr verhindern. Es geht nur noch darum, möglichst effizient das Problem zu beseitigen. Ein Krisenstab muss her. Okay, Notfallprotokoll. Das Dringendste zuerst. Jeglichen Netzwerktraffic sofort unterbrechen. Der Angreifer von meinem PC darf möglichst wenig Infos sammeln, möglichst keine Daten klauen. Ich weiß zwar nicht, wie lange ich den Trojaner schon habe, aber falls ich ihn noch nicht ganz so lange habe oder vielleicht haben sie auch einfach noch nicht alle Daten runtergezogen, dann, naja, muss ich natürlich möglichst wenig ihnen liefern. Es dürfen zum Beispiel meine Messenger oder E-Mails nicht ausgelesen werden. Ist der Rechner aber schon verschlüsselt, sind ziemlich sicher alle interessanten Daten bereits gestohlen. Trotzdem darf ich den Rechner und auch etwaige virtuelle Maschinen nicht ausschalten, denn moderne Trojaner, die liegen im Arbeitsspeicher. Schaltet man den Rechner ganz aus, sind alle Spuren weg, die vielleicht später auch noch helfen könnten, wieder herauszufinden, was da eigentlich passiert ist. Schnell noch ein Screenshot von der Lösegeldforderung, notfalls mit dem Handy, falls das Programm auf dem PC nicht mehr funktioniert. Und dann wird telefoniert. Glücklicherweise ist mein Handy nicht infiziert, es scheint sich also nicht um einen Cross-Plattform-Wurm zu handeln. Bei Ransomware sind die tatsächlich eher selten, kamen aber in manchen Fällen auch schon vor. Ich rufe dort also auf dem Handy meinen Kalender auf und sage alle Termine für den Tag und den darauffolgenden Tag ab. Ich setze einen kurzen Tweet ab, mache eine Story, die euch erklärt, dass die IT-Trends später kommen werden und ich Opfer von Ransomware geworden bin. Mehr Infos habe ich zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht, aber die folgen selbstverständlich. Es ist wichtig, dass geklärt wird, wer wen ansprechen kann und dass es eine zentrale Anlaufstelle gibt. Kurze Kommunikationswege gehen viel schneller. Externe Anbieter müssen informiert werden, in meinem Fall mein Server-Admin und meine Cutter, denn möglicherweise sind die ja ebenfalls betroffen. Externe Anbieter oder Partner habe ich sonst aktuell keine, die mehr als nur eine E-Mail von mir kriegen könnten. Bei der gesamten Kommunikation ist aber auch wichtig, dass niemand irgendwem Vorwürfe macht. Und natürlich
auch nicht sich selbst, denn das führt zu nichts und belastet Betroffene nur umso mehr. Respektvoller Umgang ist hier viel zielführender. Extern in meinem Fall sind auch andere Geräte in meinem Netzwerk. Ich untersuche das NAS und den Laptop. Beide scheinen nicht betroffen, was ein sehr gutes Zeichen ist. Ich checke noch kurz das Backup über das Handy und auch das ist verfügbar. Großartig! Wäre das NAS betroffen gewesen, wäre das zwar mehr Arbeit, aber kein Weltuntergang. Denn mein Backup liegt natürlich nicht nur auf dem Gerät, das im selben Netzwerk ist. Es ist natürlich auch in der Cloud und ich habe Zugriff auf die Version von vor einigen Monaten. Die sensiblen Daten natürlich verschlüsselt. Richtig fortgeschrittene Angreifer gehen aber mittlerweile den Extraweg, um vor der Verschlüsselung auch die Zugangsdaten für die Backup-Dienste zu stehlen. Bevor überhaupt sie anfangen zu verschlüsseln. Das funktioniert auch noch mit einem 2-Faktor-Code aus der App, aber mit meinen Security-Keys können die mir nicht mehr viel. Es ist Zeit zu helfen. Das ist ein total bescheuertes Akronym und steht für H wie Hilfe. Alle Betroffenen müssen Ruhe bewahren und entweder sinnvoll beitragen oder zumindest das Gefühl haben, sinnvoll beizutragen. Nichts zu tun ist das Schlimmste in der Situation. Okay, ich leite den Kram hier wohl alleine, also wohl niemand anders, der Hilfe braucht. Check. E steht für Ehrlichkeit. Das bedeutet, allen Betroffenen gegenüber ehrlich zu sein und Bescheid zu geben. Ihr seid ja quasi schon informiert, was passiert ist. Jetzt muss ich noch die anderen Geräte und Daten checken. Server ist wohl in Ordnung. Das ist erstmal sehr gut. Dann sind wohl keine eurer Daten betroffen. Doch, auf was habe ich alles Zugriff? Ist damit etwas passiert? Bevor wir dazu kommen, das L in Helfen steht für Lauschen. Also, falls Infos zurückkommen, jemand sich ärgert oder irgendwas passiert ist, muss ich reagieren können. Da mein Handy also gewöhnlich auf lautlos steht, um nicht jede Minute abgelenkt zu werden, stelle ich das auf laut. Da aber anscheinend erstmal nur ich betroffen bin, kommt da wenig rein. Das F für Fachwissen ist dran. Genauso wie das E für Ernst nehmen und das N für Nachfragen. Hat ein Unternehmen einen Incident Response Dienstleister beauftragt, würde jetzt die Malware auseinandergenommen werden. Zumindest, wenn das möglich ist. Die Angreifer kennen ja mittlerweile diese Tricks von wegen auseinandernehmen. Deswegen räumen sie eigentlich so schnell wie möglich hinter sich auf und löschen alle relevanten Informationen. Ich hatte ja mit GData schon mal einen Partner, wo wir genau das noch gemacht haben. Die Malware analysiert, bis wir genau wussten, was sie tut. Heute ist GData wieder an dem Video beteiligt. Sie verfügen über ein genau solches Incident Response Team. Unternehmen außerhalb der IT-Sicherheit haben eher selten ein eigenes Incident Response Team. Im besten Fall würden die ja 99-100% des Jahres nur rumsitzen und nichts tun. Oder sie müssten sich auch noch um andere Bereiche und andere Aufgaben kümmern. Banken oder sehr große Unternehmen sind da eine der wenigen Ausnahmen. Server-Admins dafür abzustempeln ist auch nicht unbedingt die beste Idee, denn die haben im Fall eines Hacks auch schon mehr als genug zu tun. Der Vergleich zur Feuerwehr liegt irgendwie nahe. Welches Unternehmen beschäftigt eine eigene Feuerwehr? Dann lieber auf die Profis von extern zurückgreifen, wenn etwas passiert. Die Malware zu analysieren würde mir hier einiges bringen. Welche Daten gestohlen wurden, würde ich aber vermutlich nicht herausfinden, da das von den Angreifern meistens von Hand gemacht wird. Die Malware verschlüsselt meistens also nur. GData ist, by the way, auch vom BSI als qualifiziert eingestuft worden. Die machen das also zuverlässig und gut. An der Stelle wollen wir allerdings nicht nochmal eine Malware-Analyse durchführen. Das wäre ja irgendwie ein bisschen doppelt gemoppelt und daher etwas sinnbefreit. Schaut euch deswegen das verlinkte Video in der Endcard gerne dazu an. GData hat aber heute für uns einige sehr interessante Statistiken gehabt, die ich euch im Zuge des Videos wirklich geben darf. Beispielsweise sind 2020 insgesamt 356 Millionen Euro weltweit an Lösegeld für Ransomware gezahlt worden. 2021 im Mai waren es nur noch 69,2 Millionen. Es scheint also, dass insgesamt die Zahlungen zurückgehen, sowohl von privaten als auch Unternehmen. Kann man aber natürlich erst sicher sagen, wenn man die Zahlen für letztes Jahr komplett hat. Das liegt dann aber vor allem daran, dass es in den USA illegal geworden ist, überhaupt Lösegeldforderungen bei Hacks zu bezahlen. Man fördert, so die Vereinigten Staaten, damit die Hacker und gibt ihnen finanziell mehr Ressourcen, mehr in ihre kriminelle Arbeit quasi reinstecken zu können. Dadurch wird ihr Einfluss größer. Es wollen mehr Leute mitmachen, dementsprechend gibt es mehr Angreifer und dementsprechend auch mehr Opfer. Durch das Illegalisieren ist das zumindest etwas besser geworden. Jetzt liegen die USA auch weniger im Fokus und, naja,
Wir sind mehr im Fokus. Europa ist reich, digital nicht ganz so weit wie die USA und zum Vergleich, der Markt 2021 in ganz Europa für Cybersecurity lag bei 31 Milliarden Euro, während wir in den USA bei 48 Milliarden sind. Damit ist der US-amerikanische Markt ca. 1,5 mal so groß wie der europäische und man gibt dort auch deutlich mehr aus für jeden Mitarbeiter als bei uns. Das ist besonders spannend, da die häufigste Bedrohung für vertrauliche Daten von IT-Experten zu über 50% bei den Mitarbeitern gesehen werden. Danke für diese Insights, Gidata. Okay, machen wir weiter. Bei mir war ich offensichtlich selbst dran schuld. Daher kommen wir zurück zu meinem Fall. Das rudimentäre Betriebssystem funktioniert noch und ich schaue nach, welche Daten denn jetzt wohl alle verschlüsselt wurden. Scheint, als wären alle Dateien, Programme, eigentlich alles außer den Systemdaten verschlüsselt worden. Das heißt, sie sind zwar noch da, ich kann aber natürlich nicht mehr drauf zugreifen und mir bleibt nur noch eins übrig. Ich muss rausfinden, seit wann die Malware auf meinem System war, damit ich einschätzen kann, welche Daten gestohlen wurden. Eventuell wurden Passwörter mitgelesen, 2FA-Tokens wurden mitgelesen, während sie eingegeben wurden. Das tun sogenannte Keylogger, die mittlerweile auch oftmals Bestandteil von einer Ransomware sind. Damit könnte man dann zum Beispiel an Daten von E-Mails kommen oder sogar meinen YouTube-Account oder PayPal etc. übernehmen. Von denen kamen zwar keine E-Mails, dass irgendwas passiert ist, aber sicher ist sicher. Ich muss also erstmal alle Passwörter ändern, an einem anderen Gerät natürlich, nicht den Betroffenen. Um wirklich herauszufinden, was genau eine Malware tut, ist eine Analyse sinnvoll, zum Beispiel wie wir sie mit Gidata gemacht haben. Eine Analyse der Ransomware ist für die meisten Privatpersonen aber nicht möglich oder einfach zu teuer. Daher gibt es eigentlich nur eine sichere Möglichkeit, alle Spuren der Ransomware zu entfernen. Und das ist, meinen Rechner komplett platt machen. Das heißt, die Festplatten werden wirklich alle formatiert und dann wird das System neu installiert. Das nervt und kostet sehr viel Zeit, entfernt aber zuverlässig zumindest von diesem System den Trojaner. Währenddessen werden die Online-Konten wieder abgesichert und ich erstelle mir neue Passwörter. Glücklicherweise sind viele Online-Konten bei mir mit einem Sicherheitsschlüssel abgesichert, sofern das eben möglich war von der Webseite aus. Und die kann man nicht mal mit so einem Trojaner abfangen, da die Anfragen jedes Mal neu erstellt werden. Google und YouTube sowie auch mein Passwortmanager sind also sicher. Das System ist neu aufgesetzt, das Backup lädt herunter und stellt die Festplatten natürlich gerade wieder her zu dem Zeitpunkt, den sie davor hatten. Alle personenbezogenen Daten, die ich auf meinem System hatte, lagen in einem bzw. mehreren verschlüsselten Archiven, welches natürlich mit einem sicheren Passwort geschützt ist. Das Archiv war Teil des Backups und wird dementsprechend gerade auch wiederhergestellt. Auch die neuen IT-Trends laden gerade vom Backup rüber, denn das Backup ist bei mir immer aktuell. Während die Dateien rübergeladen werden, schaue ich mir die Dateien nochmal genau an. Gibt es sensible Inhalte, die ich vielleicht melden muss, wenn sie gestohlen wurden? Da fällt mein Augenmerk natürlich direkt auf meinen SSH-Schlüssel und meine PGP-Schlüssel. Der SSH-Schlüssel muss für den Server gelöscht werden und ein neuer wird dort hinterlegt. Die PGP-Schlüssel werden ungültig gemacht und ich erstelle mir neue. Mittlerweile ist es Abend, alle Konten sind wiederhergestellt, der Computer läuft wieder und auch die IT-Trends sind hochgeladen und veröffentlicht. Lediglich mein Thumbnail musste ich neu machen, das war leider noch nicht im Backup enthalten. Ich bin also wieder up and running. Die Termine am nächsten Tag kann ich nun doch wieder wahrnehmen und die Hacker, naja, die haben vielleicht ein paar Daten erbeutet, mit denen sie aber insgesamt wenig anfangen können. Noch kurz einen Tweet absetzen und die Story für euch und ihr wisst auch Bescheid, dass nichts Dramatisches passiert ist. Ich mache mich auf mehr Phishing gefasst, da in einem Dokument natürlich meine persönlichen Daten angegeben waren. Rechnungen muss man ja leider für das Finanzamt immer speichern. Aus diesem Grund gehe ich dann am Tag darauf auch zur Polizei und erstatte Anzeige. Wären mehr als nur meine Daten abhanden gekommen, müsste ich hier detailliert eine Meldung verfassen, sonst wird es teuer. Doch so ist alles gar nicht so schlimm gewesen. Würden aber wirklich Daten gestohlen werden und ich melde das nicht, kann es sehr hohe Strafen geben. H&M zum Beispiel musste über 35 Millionen Euro Strafe zahlen, weil sie die Daten nicht oder zu spät gemeldet haben. Teilweise würde eine Versicherung auch einen Teil des Schadens bezahlen, zum Beispiel den Ausfall, den ich habe, weil meine Dienste offline sind zum Beispiel. Allerdings sind in Deutschland nur 20% der Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftigten überhaupt versichert. Auch ein Backup haben nur 62%. Bei denen sieht das dann wirklich eher so aus. Oh my God! Oh my God! Fire! Oh, fire! Oh my goodness!
What's the procedure? What do we do, people? The bones are dead. Oh, how did that happen? Hier nochmal kurz der Verweis an die Statistiken von JData. Denn eine fand ich erstaunlich und schockierend. Die IT-Fortbildungen in den Unternehmen sind seit Corona um über 20% zurückgegangen. Das ist traurig, denn gerade seit Corona sind Angreifer mehr und professioneller geworden. Hackerangriffe werden immer mehr zum Alltag und von den kleinen oder den normalen Unternehmen kriegt man ja schon kaum mehr was mit. Oder habt ihr noch was in meinen IT-Trends gehört seither? Server-Admins oder Krankenhäuser, das sind mittlerweile solche Ziele, die man gerne angreift. Und das, obwohl IT-Fortbildung so einfach gehen wie dieses Video hier. Ihr habt nun einen Plan, was ihr tun könnt, zumindest einen ganz groben Plan. Natürlich sieht euer eigener Fall nochmal anders aus, aber dafür gibt es ja Experten, wie eben JData Advanced Analytics, wie mich und wie viele andere. Wir wollen helfen und wir wollen, dass es weniger Angriffe gibt. Wir können euch die Maßnahmen zeigen, liebe Unternehmen und liebe Privatpersonen, aber umsetzen müsst ihr sie selbst. Ein Schaden von aktuell geschätzten 158 Milliarden Euro, den wir durch Cybercrime haben, steht in keinem Verhältnis zu 5 Milliarden Euro an Investments in diesem Bereich. Ja, es scheint zwar erstmal ein Minusgeschäft zu sein, da Geld rein zu investieren, aber eigentlich kann ein Unternehmen, das nichts für Security tut, schon fast davon ausgehen, Opfer eines Hacks zu werden. Wenn nicht in 2022, dann vielleicht in 2023 oder 2024. Und tut man nichts für die Sicherheit, ist der Schaden riesig. Aber hat man seine Security einigermaßen im Griff, ist das vielleicht ein paar Tage Arbeit und man ist wieder voll am Start. Ein Vorschlag für den Anfang. Gebt euren Mitarbeitern in der Woche auf der Arbeit die Zeit, diese Videos hier von meinem Kanal zu schauen. Das kostet fast nichts, nur ein bisschen Zeit und ihr habt security-bewusste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann sehen wir weiter. JData bietet euch dann eine tolle Anlaufstelle. Die bieten, wie schon erwähnt, ein Incident Response Team, um möglichst schnell wieder up and running zu sein. Und IT Security sollte dementsprechend auch nicht als unnötiges Investment gesehen werden. Gerade heutzutage, wo wirklich so viele Unternehmen und Menschen gehackt werden. Dazu gibt es Consultants, wie die Leute von JData oder sogar mich. Es gibt Pentests, um Lücken zu finden und zu reparieren. Und es gibt Dinge wie DevSecOps, wo gleich in der Entwicklung die Security mit einbezogen wird. Also, wenn ihr uns braucht, JData ist in der Beschreibung verlinkt. Und bei mir, ihr wisst, wo ihr mich findet. Viel Erfolg!